180 Jahre alt werden, 180 Jahre alt werden. Heute stelle ich mir die Frage, kann ich mit Glutathion mein Ziel, 180 Jahre alt zu werden, erreichen? Und Glutathion ist ein körpereigener Stoff. Das heißt, eigentlich bildest du den in deiner Leber als Antioxidanz. Was bedeutet Antioxidanz? Du hast täglich freie Radikale, die durch Umwelt, Ernährung in deinen Körper strömen und die, sage ich mal, abgefangen werden müssen. Und Glutathion fängt die super cool ein. Das stärkste Antioxidanz, was wir im Körper haben, ist aus Aminosäuren, 3 an der Zahl, also ein Tripeptid. Und ja, Glutathion ist magisch. Und 4 Dinge, warum ich sage, Glutathion muss man auf jeden Fall auf seiner Liste haben. Der erste Punkt ist, du hast den Vorteil, dass dein Immunsystem durch Glutathion, wenn du es in der richtigen Konzentration hast, nach oben gefahren wird. Weil T-Helferzellen, T-Killerzellen, die wichtig sind im Immunsystem, werden hier moduliert und, sage ich mal, angepasst. Der zweite Punkt, warum Glutathion so entscheidend ist, ist, du kannst Glutathion als Entgiftungsmaschine nehmen. Wenn du Schwermetalle im Körper hast, wenn du irgendwelche Giftstoffe hast, nimm Glutathion und schmeiß die aus deinem Körper raus. Zweiter wichtiger Punkt. DNA ist in unserem gesamten Körper drin und DNA muss auch immer repariert werden. Und Glutathion unterstützt dort in diesen Prozessen enorm. Der letzte Punkt, wo ich sage, warum brauchen wir das oder warum brauche ich das, um mein Ziel 180 Jahre zu erreichen, ist, dass die Kraftzellen, sage ich mal, die Energiezellen, Mitochondrien, all diese antioxidativen Dinge immer benötigt. So, und ich habe auch noch ein Video zum Thema Immunsystem stärken. Das kannst du dir auch gerne angucken, weil Glutathion ist da ein Boost dazu. Wie nehme ich das also jetzt ein? Ich mache das seit 2-3 Wochen. Ich nehme das immer zum Abend hin ein, weil über den Abend, über die Nacht regeneriert dein Körper und ich unterstütze das, wenn ich merke, mein Tag war sehr anstrengend. Ich habe vielleicht nicht das gesündeste Essen zu mir genommen, ich habe vielleicht ein bisschen gesündigt, dann sage ich, hey komm, jetzt unterstütze ich das. Du kannst 200 bis 600 Milligramm nehmen. Meine Erfahrung ist, dass ich mit 500 Milligramm ganz gut arbeiten kann, aber das ist so die Range, die ich empfehle. So, und wenn du, sage ich mal, wissen willst, wie du länger leben kannst, weil du weniger isst oder ob du durch weniger Essen überhaupt länger leben kannst, dann schau den nächsten Sonntag auf jeden Fall das Video an. Dort wird genau von mir gezeigt, wie du länger lebst durch weniger Essen. Mach's gut, der Frank.